Ja, hallo ihr Lieben. Ein ganz spontanes Bild möchte ich malen, wieder mal. Und ich möchte das auf einen alten Druck malen. Den habe ich von Nachbars geschenkt bekommen. It's a print and I overpainted it with purple, white and ochre. Ich habe das also jetzt erstmal übermalt, damit man das nicht mehr sieht. Das war eine alte Toskana. Ausgeblichen. Naja, und jetzt lege ich mal los. Ihr seht zwar nur die Mitte, aber ich werde mich da auch erstmal aufhalten. Nehme den Spachtel. Und schwarz, I'm using black. Ich spachtel mir mal so ganz frei irgendwelche Linien auf. Darf es noch ein bisschen nach unten gehen. So. Auf meiner Palette habe ich Coelin Blau. Cadmium Yellow, Gelb, ein bisschen verdünntes Türkis, Turquoise und Purple. Jetzt gehe ich einfach mal ins Gelb mit ein bisschen Türkis. Hat sich das hier schon vermischt. Und dann gehe ich mal an diese Ränder hier. Ich stehe auf Luftpolsterfolie, deshalb knackt das. Ab und an, ich hoffe, das stört euch nicht. So. Und dann nehme ich das Coelin Blau. Wichtig bei diesem Bild soll sein, dass in der Mitte was passiert und die Ränder seitlich werden dann ausgemalt, damit es nicht zu unruhig wird. So. So, und jetzt nehme ich den Shaper, it's a Color Shaper. Und mal, lass hier mal was passieren, ganz locker. Zieh mir die Farbe weg, zieh sie mir irgendwo wieder rein. Möchte, kann auch noch bestimmte Partien da etwas hineinschreiben.
Da könnt ihr ganz frei irgendwas reinkritzeln, schreiben, spachteln, wie ihr das mögt. Kreise. You can do what you want and what you like. So. Sieht ein bisschen aus wie ein Urwald, finde ich. So, jetzt gehe ich mal ganz mutig in mein Purple, in mein Purpurrot. Mache mir hier noch ein paar Akzente rein, wo ich es schön finde. Da könnt ihr euch dann auch stundenlang drin austoben. Auch in anderen Farben, die euch gefallen. Jetzt hole ich mal mein Weiß. Hier auch die Linien rein, dass die noch ein bisschen auftauchen. Und mal mir jetzt hier erstmal die Ränder in diesem Weiß. Und hier seht ihr, hier sind so Art, habe ich so eine Art Gräser gemalt, die ziehe ich mir einfach hier dann wieder rein. Here I painted grasses and I want to have a connection between the white part and this part. Und ihr seht, dass das eine ganz schöne Mixtur gibt aus diesen Farben mit dem Weiß. Und zwar ganz unterschiedlich. Grau, das Grau taucht wieder auf. Das Purple mischt sich.
So, und das Gleiche mache ich jetzt auch oben. Konntet ihr es gerade gut sehen, dass ich noch Gelb am Malmesser hatte oder am Color Shaper vielmehr. Und das taucht dann hier auf dieser Seite wieder auf. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr immer wieder mit Weiß drüber gehen. Das mache ich jetzt erstmal so weiter, bis meine Leinwand bedeckt ist. So, um diese dicke Farbe, diese dick aufgespachtelte Farbe etwas ruhiger werden zu lassen, gehe ich hier mit dem großen Mal Structure shouldn't be too ex. The structure shouldn't be too intensive in this region, and therefore I'm using my large painting knife. Ich wische mir das dann noch immer ab. Und dann ziehe ich mir die Farbe glatt. Und das mache ich auch in den anderen Bereichen. Jedes Mal. Sieht schön aus mit dem Kabel. Ich finde das ganz schön, wenn man so arbeitet, dass wenn man dann mal wieder was wegkratzt und dann guckt, was drunter ist, und dann so verändert sich das Bild sehr schnell. Das ist viel zu viel. Diese Spuren noch ein bisschen heller haben. I want to have these traces brighter.
Kann man jetzt stundenlang noch korrigieren und gucken. Dieses verdünnte Türkis möchte ich gerne hier runterlaufen lassen. Das habe ich ja in mehreren Bildern schon so gemacht. Ich mag das ganz gerne. Ich habe das Bild jetzt umgedreht und werde auf dieser Seite auch noch Türkis laufen lassen. I've turned the painting and I want to have some turquoise stripes in this region too. Dies könnte jetzt ein abstraktes Werk sein. Ich würde noch weiße Splashes drauf machen, mache ich auch noch. Aber beim Angucken des Bildes ist mir eine Idee gekommen und die werde ich jetzt mal verwirklichen. Lasst euch überraschen. This could be an abstract painting with white splashes or perhaps purple splashes in it. But I've got an idea and so I will do with only some brush strikes, I will do another, a new painting. Mit ein paar Pinselstrichen werde ich das einfach mal verändern. Mal gucken, was draus wird.